Liebe Angela Freimuth, lieber Gerhard Papke, lieber Guido Westerwelle, lieber und sehr verehrter Herr Genscher, meine sehr geehrten Damen und Herren. Heute startet unsere nordrhein-westfälische FDP in das politische Jahr 2012. Ich freue mich, dass Sie alle so zahlreich heute gekommen sind, denn über 1000 Anmeldungen in diesem Jahr machen deutlich, dass wir Liberale zusammenstehen, auch und gerade in schwierigen Zeiten. Gemeinsam starten wir heute in ein Jahr, an dessen Ende die FDP wieder besser dastehen wird als heute. In manchen Kreisen scheint es ja geradezu schick zu sein, die Liberalen mit Häme zu strafen. Und es gibt Leute, die glauben gar, dass es unserem Land besser ginge ohne die FDP. Solches Gerede ist für uns keineswegs neu. So etwas hat es immer mal wieder gegeben. Das hat in Deutschland leider sogar lange Tradition. Und wir Freien Demokraten, haben uns gegen solches Gerede immer wieder behauptet, erfolgreich behauptet. Denn keine andere Partei in Deutschland reagiert länger als die FDP. Keine andere Partei hat unser Land so geprägt und gestaltet, wie es die FDP getan hat. Wie stünde denn Deutschland heute da ohne die Kraft der Freiheit, die Freien Demokraten? 1949 wäre die Entscheidung vielleicht nicht für die soziale Marktwirtschaft ausgegangen. Unser Land hätte nicht die Westintegration und später keine neue Ostpolitik erlebt, dann wäre die Wiedervereinigung der wahrscheinlich glücklichste Moment in unserem Land wohl bis heute ein Traum geblieben. Und ohne uns hätte es keine unabhängige Bundesbank gegeben und auch keine unabhängige Europäische Zentralbank. Bürgerrechte und die Freiheit des Einzelnen wären ohne die FDP dem Staatsdenken der anderen Parteien schutzlos ausgeliefert. Nur mit der FDP, und das freut mich heute natürlich ganz besonders, wo Herr Genscher hier ist und uns die Ehre erweist, der sich ja beharrlich gegen viele Widerstände auch in schwierigen Zeiten durchgesetzt hat. Nur mit der FDP ist die europäische Einigung und damit der gemeinsame Binnenmarkt möglich geworden. Deutschland, meine Damen und Herren, steht heute so gut da wie niemals zuvor. Unser Land wird in der Welt als verlässlicher Partner und Freund geschätzt, einem Freund, dem man vertraut. Sicher, wir wollen nicht alles für uns vereinnahmen. Auch andere Parteien vertreten mal mehr, aber ehrlicherweise zumeist doch eher weniger liberale Ansätze. Denn seit 60 Jahren gibt es in Deutschland nur eine Partei, die für soziale Marktwirtschaft, bürgerliche Freiheiten und Toleranz, Leistungs- und Chancengerechtigkeit gleichermaßen steht. All das gibt es in kleinen Punkten vielleicht auch bei anderen Parteien. Aber keine Partei hat den Mut, gegen Widerstände auch in schwierigen Zeiten gleichermaßen für diese Werte zu stehen. Das gibt es, dieses Programm, nur bei der FDP. Und deswegen braucht es die FDP auch weiterhin in Deutschland. Sollen andere Parteien in ihrer Regierungsbilanz doch ruhig solche bedeutenden Errungenschaften wie Dosenpfand oder die Abwrackprämie herausstellen? Wie und gerade in diesen Zeiten kommt es darauf an, stehen für Freiheit und Wohlstand, für Frieden, Stabilität und Sicherheit. Dafür lohnt es sich, das wissen diejenigen Liberalen, die noch viel länger als ich in der FDP Mitglied sind, auch einmal Gegenwind auszuhalten, Widerstände und Häme zu ertragen und sich mit aller Kraft gemeinsam aus dem Tal herauszukämpfen. Die FDP kann das. Das hat sie oft genug bewiesen und wir werden es auch dieses Mal im Jahr 2012 wieder beweisen. Denn die FDP muss sich bei allem, was wir gerade vielleicht, weil wir Liberale sind, genauestens schauen, wo etwas noch besser hätte laufen können, dürfen wir eines nicht vergessen. Die Regierungsarbeit, dafür muss sich die FDP nicht schämen, dafür muss sich die FDP nicht verstecken, im Gegenteil. Wir können unsere Folge offensiv vertreten, wir sollten es auch tun, denn dann wird jedem klar, dass es einen Unterschied macht, ob in Deutschland liberale Prinzipien gelten oder Staatswirtschaft, maßlose Umverteilung und Subventioniertes um sich greifen. Wir, FDP, Liberale, stehen für soziale Marktwirtschaft statt bürokratischer Staatswirtschaft. Ganz gleich offensichtlich, wer im Kanzleramt sitzt, nur die FDP ist Garant gegen Staatsinterventionismus und Subventionen. 2001 rettete
Schröder, Holzmann mit Steuergeldern, wenngleich auch nur für kurze Zeit. Ohne uns Liberale, meine Damen und Herren, wäre Opel hier in Nordrhein-Westfalen schon längst ein Staatskonzern. Ohne die FDP wären andere den vermeintlich leichteren Weg gegangen, dann hätte es doch längst schon Steuererhöhungen gegeben. Wir haben das doch in der Großen Koalition erlebt. Die FDP aber hat in dieser Legislaturperiode eine Entlastung der Menschen und gleichzeitig einen Abbau der Neuverschuldung und damit für solide Haushalte, für solide Finanzen gesorgt. Alle anderen Parteien, wenn wir sie uns heute anschauen, streiten nur noch darum, wofür Steuererhöhungen verwendet werden. Es ist alleine die FDP, die den Grundsatz beachtet, dass die Bürger hart erarbeiten, was Politiker anderer Parteien allzu gerne verteilen. Dafür braucht es die FDP mehr denn je, meine Damen und Herren. Wir stehen für bürgerliche Freiheiten und Toleranz statt Überwachungsstaat und Nanny-Gesetzen. Ohne die FDP wären doch die Bürgerrechte gerade in diesen Zeiten immer weiter eingeschränkt worden. Das ist doch erlebt unter Rot-Grün, wo mit dem Otto-Katalog der damalige Bundesinnenminister Schily nach dem 11. September mit grüner Unterstützung die Freiheitsrechte der Bürger massiv eingeschränkt hat. Wir sind es jetzt, die Liberalen in der Regierung, die diese Gesetze evaluieren und überprüfen und die Befugnisse der Sicherheitsbehörden beschränken, übrigens gegen den erheblichen Widerstand von CDU und CSU. Ohne die FDP gäbe es auch immer weniger Freiheit im Internet. Da brauchen wir auch übrigens gar keine Nachhilfe einer putzigen neuen Partei, die uns viel unterhält. Es war die Große Koalition, die das Internet zensieren wollte. Wir waren es, die FDP, die in der Bundesregierung durchgesetzt hat. Seiten werden nicht gesperrt, sie werden gelöscht. Ein großer Erfolg der FDP, den wir nach außen stellen sollen im Wettbewerb um Wählerinnen und Wähler, denen die Freiheit im Internet wichtig ist, damit sie nicht in einer putzigen, unterhaltsamen Partei ihre Alternative sehen, sondern in der Partei, die seit Jahrzehnten für Freiheit, Toleranz und Bürgerrechte eintritt, nämlich, meine Damen und Herren, die FDP. Wir stehen für europäische Stabilität anstelle einer Schuldenunion. Ohne die FDP würde es doch längst Eurobonds geben. Damit würden anständig und hart arbeitende Staaten bestraft und alle Schulden würden vergemeinschaftet. Es waren zuerst SPD und Grüne übrigens, die in Deutschland eine Vergemeinschaftung der Schulden für Europa forderten über die Eurobonds. Dann wurden auch Stimmen in der Union laut und jeder mag sich nur mal vorstellen, die FDP wäre nicht in der Regierung. Meine Damen und Herren, wir hätten schon längst Eurobonds und damit die Krise eher verschärft denn gelöst. Wir waren es, die gesagt haben, nein, wir haben keine Währungskrise in Europa, sondern wir haben eine Schuldenkrise in Europa. Und mitverantwortlich, und das muss bei aller Kritik und Häme, die wir über die FDP hören, nicht in Vergessenheit geraten, dass es unsere Aufgabe gerade ist, die Probleme zu lösen, die uns andere eingebrockt haben, meine Damen und Herren. Mitverantwortlich waren nämlich SPD und Grüne. Und da saßen Jürgen Trittin und Sigmar Gabriel und Frank-Walter Steinmeier und andere genauso in Verantwortung, als die in der Regierung waren. Die mehrfach und wiederholt die Stabilitäts- und Wachstumskriterien gebrochen haben. Ja, wie soll denn das Musterland der Stabilität in Europa, wofür Hans-Dietrich Genscher und andere in der Regierung seinerzeit gekämpft haben, wenn das Musterland in Europa schon sich selbst nicht an die eingeforderten Stabilitätskriterien hält. Ja, was ist denn das ein Signal an die anderen Länder, meine Damen und Herren? Und das lassen wir diesen Parteien nicht durchgehen. Die haben eine große Verantwortung, dass wir heute in dieser schwierigen Situation sind. Das wollen wir mal nicht vergessen. Und daran, meine Damen und Herren, wollen wir auch immer wieder daran erinnern, erst recht, wenn die jetzt glauben, sie hätten die besseren Ratschläge für uns, um die Probleme zu lösen. Paradox. Und dass es bei den Parteien offensichtlich auch noch viele gibt, die das immer noch nicht gelernt haben, dass wir aus der Schuldenkrise heraus müssen. Haben wir doch hier in Nordrhein-Westfalen erlebt, Gerd Papke hat es ja vortrefflich gerade wieder formuliert. Noch als die Schuldenkrise in Europa, die Fragen an den Euro hochkochten, wir uns alle damit intensiv beschäftigen, wie lösen wir diese Probleme, wurde uns in Nordrhein-Westfalen Glauben gemacht, dass eine Verschuldungspolitik die sozialere Politik sei. Nein, meine Damen und Herren, offensichtlich gibt es nur die FDP, die seit Jahrzehnten erst recht nochmal im Grundsatzprogramm der Wiesbadener Grundsätze deutlich gemacht hat, dass wir als erste, damals einzige Partei für eine Schuldenbremse für harte und deutliche Kriterien zum Schuldenabbau uns eingesetzt haben. Was wurden wir damals von den anderen Parteien kritisiert? Das sei verantwortungslos, das könne man sich nicht leisten, das wäre
Wolkenkuckucksheim, was die FDP vertreten hat. Meine Damen und Herren, manchmal sind die Einzigen einfach nur die Ersten. Und die FDP hatte in ihrer Geschichte Mut, die notigen Veränderungen anzusprechen, hatte Mut, gegen den Widerstand der anderen Parteien sich auch für ihre Überzeugung einzusetzen. Und dieser Mut wurde, wenn nicht, sage ich sofort, aber doch nach einer gewissen Zeit immer wieder belohnt. Und deswegen sollten wir auch in dieser schwierigen Zeit uns auf unseren Mut und auf unsere Überzeugungen konzentrieren. Dann werden wir auch wieder Erfolg und Glück dabei bekommen, meine Damen und Herren. Denn gerade jetzt, wo wir den Unterschied sehen, erleben wir doch, dass die FDP es war, die zuerst die Vorschläge gemacht hat. Wir waren gegen Eurobonds, da war in Deutschland noch eine veröffentlichte Meinung eher dafür. Und dann kamen die Ratingagenturen, die sagten, solche gemeinsamen Papiere würden sie bewerten, als ob es griechische Anleihen seien. Da waren schon die ersten skeptischer, ob das eine Lösung des Problems sei. Und dann kam das Bundesverfassungsgericht, was klar und deutlich gesagt hat, dass mit unserer deutschen Verfassung diese Eurobonds nicht möglich wären. Plötzlich merkten wir, dass sich etwas tut und doch kritischer gesehen wird. Wie wurde die FDP, wie wurde Philipp Rösler für seine Haltung zu Eurobonds scharf kritisiert? Und als er ins Gespräch gebracht hat, dass wir eine nötige Insolvenzregelung für Staaten brauchen, um aus dieser Krise herauszukommen, wenn es nicht weitergeht mit anderen Maßnahmen. Was wurde die FDP, was wurde Philipp Rösler kritisiert? Und heute? Heute sehen wir, dass offensichtlich die FDP mit ihrer Position Recht behalten hat. Dass es nötiger denn je ist. Das macht uns Mut, liebe Freundinnen und Freunde, dass der FDP-Kurs der richtige ist, auch gerade in dieser schwierigen Phase, wo wir den Euro, wo wir Europa retten wollen, wo wir alles dazu beitragen wollen, dass es vorangeht. Wir orientieren uns nicht an den Parteien, die leichtfertig Inflation in Kauf nehmen wollen, die leichtfertig eine weiche Währung auch in Kauf nehmen wollen. Nein, wir sagen, Geldwertstabilität ist für uns ein Grundprinzip, für die FDP hat das seit Jahren eine besondere Geltung, nicht wegen des eigenen Zwecks, sondern weil wir an die Bürgerinnen und Bürger denken. Und Inflation ist die unsozialste Politik, die man erleben kann. Weil man diejenigen, die etwas beiseite gelegt haben, häufig, weil sie verzichtet haben, weil sie vielleicht etwas gespart haben, um sich später etwas leisten zu können, weil sie sich angestrengt haben, um später etwas mehr dafür zu haben. Weil diese Menschen, die kleinen Sparer, die Mitte unserer Gesellschaft, die Leistungsbereiten, durch eine Inflation, durch eine Politik, die die Geldwertstabilität in Frage stellt, geschädigt werden. Meine Damen und Herren, die FDP hat den Mut. Wir wollen den Erfolg des Euro. Wir wollen den Erfolg Europas. Wir wollen den Erfolg dieser Koalition. Die FDP ist die Partei, die sich an die Leistungsbereiten wendet, ihren Geld schützt, die Sparer schützt. Die FDP hat den Mut, sich hier gegen den Mainstream, gegen die anderen Parteien zu stellen, weil sie weiß, dass das die richtige Überzeugung ist, dass die Menschen das auch gut schätzen wissen und weil es damit nur die Probleme in Europa wirklich gelöst bekommen. Meine Damen und Herren, wir brauchen uns nicht zu schämen für das, was die Regierung erreicht hat. 41 Millionen Erwerbstätige, das Rekord. Nicht nur Deutschland im Übrigen, sondern Europarekord. Arbeitslosenzahl lag im letzten Jahr im Durchschnitt bei weniger als 3 Millionen. In meiner Heimat im Münsterland hat der Kreis Coesfeld letztens gemeldet, dass die Arbeitslosigkeit jetzt bei 3,3% liegt. Das ist dicht an der Vollbeschäftigung. Was hätten sich andere Regierungen mit solchen Zahlen tagtäglich geschmückt? Wir sollten uns darauf konzentrieren, die Erfolge, für die offensichtlich auch diese Regierung einen Beitrag geleistet hat, in den Mittelpunkt zu stellen und uns nicht mit uns selbst zu beschäftigen. Denn auch mit der Wir maßen uns ja gar nicht an, erst recht nicht ein westfälischer Landesvorsitzender, der ja berühmt dafür ist, dass Bescheidenheit eine westfälische Tugend ist. Auch die Rheinländer wissen das ja zu schätzen, dass die Westfalen hier im Land dann immer gelegentlich für die Bescheidenheit sorgen. Wir maßen uns nicht an, dass das alles FDP ist. Aber bei den Richtungsfragen, ich habe ein paar Beispiele eben genannt, Verschuldung, Haushalt, Steuererhöhung, Opel, ein anderes mehr. Da kam es offensichtlich darauf an, dass bei diesen Richtungsfragen in den letzten 2 Jahren eine FDP in der Regierung ist, um die richtige Richtung vorzugeben. Und deswegen stellt sich jetzt natürlich erneut die Frage, wie halten wir denn unseren Wohlstand? Wer sorgt denn dafür, dass dieser Aufschwung sich verstetigt, dass mehr Menschen davon profitieren?
dass mehr Menschen in dieser Situation ihre Chance zu bekommen, etwas mehr davon zu haben, ihre persönliche Situation zu verbessern. Sind das wirklich die Parteien, SPD oder Grüne oder Linke, denen wir vertrauen, dass sie die wirtschaftliche Lage in den kommenden Jahren verbessern? Oder ist es nicht erneut die FDP, die so entscheidend ist, damit wir da fortsetzen, damit wir den Aufschwung verstetigen, dass noch mehr Menschen davon profitieren können? Und das sieht man an einer Diskussion, die wir derzeit in Deutschland erleben. Das ist nämlich die Frage, wo die linken Parteien immer wieder ihre Kritik am Wachstum äußern. Nämlich setzen wir weiter auf Wachstum, setzen wir auf Fortschritt, setzen wir auf Branchen, die neue Arbeitsplätze versprechen, auf neue Technologien, oder sind wir erstmal gegen alles Neue, sind wir erstmal kritisch und hinterfragen das. Den linken Parteien, SPD und Grünen und den Linken, geht es in Deutschland nur noch darum, wie ein vorhandener Kuchen besser verteilt werden kann. Wir aber sind die einzige Partei, die ohne Wenn und Aber sich für Wachstum einsetzt, damit alle Menschen davon profitieren können, dass der Kuchen größer wird und sie die eigene Chance darauf haben, ein größeres Stück von diesem Kuchen zu bekommen. Wachstum ist für uns nicht Zweck an sich, aber Mittel zum Zweck. Weil nur wer Wachstum bejaht, nur wer sich für wachstumsorientierte Politik einsetzt, wer darauf setzt, dass neue Technologien neue Arbeitsplätze versprechen, neues Wachstum bringen, der gibt den Chancen, den Menschen die Chancen auf Aufstieg. Wer Wachstum verneint, aus einem aus meiner Sicht falschen Verständnis von Nachhaltigkeit heraus. Es ist nämlich nicht nachhaltiger, wenn man sagt, man dürfe nicht auf Wachstum setzen, sondern müsste mit den vorhandenen Ressourcen auskommen. Wer das tut, versündigt sich an der sozialen Frage, versündigt sich an den Zukunftschancen der Mitte der Gesellschaft, die durch Wachstum Aufstieg erleben wollen, die ihre persönliche Situation verbessern wollen, die vielleicht raus aus einer prekären Situation kommen wollen und auch eigenes Geld in Arbeit verdienen wollen. Und meine Damen und Herren, und wenn das meinetwegen nicht schick sein mag in einer bestimmten Gruppe der Gesellschaft, die FDP wird nicht locker lassen. Die FDP ist die Partei, die sich für Wachstum und Fortschritt, für neue Technologien und vor allem für Leistungs- und Chancengerechtigkeit einsetzt. Die FDP muss sich auch in dieser Krise nicht neu erfinden, sondern sie muss sich auf ihre Grundsätze berufen, nämlich auf Leistungs- und Chancengerechtigkeit, das, was es so in keiner anderen Partei gibt, meine Damen und Herren. Ich spreche heute das erste Mal nicht als Landesvorsitzender, sondern als Bundesgesundheitsminister zu Ihnen. Und auch da sage ich, mit einem gesunden Selbstbewusstsein brauchen wir das, was wir erreicht haben, nicht verstecken. Meine Vorgängerin, Ulla Schmidt, hat letztens in einem Interview mich deutlich kritisiert. Sie sei enttäuscht von meiner Politik. Liebe Freunde und Freunde, das hat mich nicht hart getroffen. Das hat mich eher geadelt. Hätte sie meine Politik gelobt, hätte ich was falsch gemacht. Sie hat, als ich als Oppositionsabgeordneter den drohenden Ärztemangel in den westlichen Bundesländern in Deutschland angesprochen habe, hat sie den geleugnet. Heute sorgen wir dafür, dass das, was die Menschen vor Ort interessiert, nämlich gibt es noch eine gute medizinische Versorgung vor Ort, habe ich noch meinen Haus- und Facharzt vor Ort, wir sorgen dafür, dass Maßnahmen gegen den drohenden Ärztemangel ergriffen werden. Meine Damen und Herren, in Deutschland dauert die Bindung an seinen Arzt, Haus- oder Facharzt, länger als die durchschnittliche Ehe. Das sagt sehr viel aus über das Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Arzt. Und wir betreiben eine Politik, dass dieses Vertrauensverhältnis, dass die freie Arztwahl der Menschen nicht erschüttert wird und Vorbild genommen wird an staatlichen Gesundheitssystemen, wie wir sie in anderen Ländern erlebt haben. Wir haben einen Richtungswechsel in der Gesundheitspolitik vollzogen. Und darauf, meine Damen und Herren, können wir auch als Liberale stolz sein. Es ist noch nicht alles erreicht worden. Aber entscheidend ist, dass es in eine andere Richtung geht. Und wenn Ulla Schmidt enttäuscht ist, ja, dann sollte uns das stolz machen, dass wir da offensichtlich die richtige Politik gemacht haben. Denn wir sorgen dafür, dass die Menschen den Landarzt nicht nur aus einer idyllischen Vorabendserie kennen. Wir sorgen dafür, dass die Menschen das Vertrauen weiterhin in ihr Gesundheitssystem mit Wahlfreiheit, mit Eigenverantwortung auch stellen können. Und da haben wir Prioritäten anders gesetzt. Noch unter Gesundheitsminister Horst Seehofer, Sie erinnern sich, das war schon damals ein schwieriger Koalitionspartner.
ja, Anfang des Jahres gleich am ersten Tag wieder was in Frage zu stellen, was gemeinsam vereinbart wurde bei der Rente mit 67, spricht auch nicht gerade für Verlässlichkeit. Aber interessant ist, ich meine, wenn Horst Seehofer nicht bis 67 arbeiten will, soll er für sich entscheiden, ist nicht unser Problem. Aber was interessant ist, ist, dass seit Horst Seehofer unter allen Gesundheitsministern in Deutschland mehr Geld für Arzneimittel als für die ambulante Versorgung der Patienten ausgegeben wurde. Es war ein FDP-geführtes Bundesgesundheitsministerium, was hier die Prioritäten verändert hat. Weil seit die FDP die Verantwortung im Gesundheitsministerium übernommen hat, haben wir durch unser Arzneimittelgesetz dafür gesorgt, dass Gelder eingespart wurden im Jahr bis zu 2 Milliarden Euro, damit mehr Geld zur Verfügung steht für die ambulante Versorgung der Menschen. Das ist die richtige Prioritätenveränderung. Das ist erfolgreiche liberale Politik, meine Damen und Herren. Und das werden wir fortsetzen. Das werden wir fortsetzen. Ich meine, wir freuen uns ja immer über gute Ratschläge, was wir noch alles besser machen können, von denen, die lange regiert haben. Die SPD hat jahrelang ein Patientenrechtegesetz gefordert. Ist nicht hingekriegt. Ich habe jetzt mit meiner Justizministerkollegin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger jetzt einen Entwurf für ein Patientenrechtegesetz vorgelegt. Für uns steht der mündige Patient im Mittelpunkt. Wir wollen das besondere Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Arzt schützen. Wir wollen den Patienten in die Lage versetzen, wenn er bei einem Handlungsfehler sich schlecht behandelt und unterdrückt fühlt, dass er die Möglichkeit bekommt, sich auch dagegen zu wehren, dass er eine Unterstützung bekommt. Für uns steht der mündige Patient im Mittelpunkt, FDP für die Patienten, meine Damen und Herren, auch ein wichtiges Projekt, was wir vorangebracht haben. Und dann geht es um das große Thema, was mich persönlich in diesem Jahr beschäftigen wird, was aber auch, glaube ich, auch viele von Ihnen privat beschäftigt. Und das ist das Thema Pflege. In einer alternden Gesellschaft, die wir leider in Deutschland seit Jahren sind, ist das Thema Pflege eine Frage des Zusammenhalts in der Gesellschaft. Wie gehen wir mit menschenwürdigen Altern um? Wie gewährleisten wir, dass auch Menschen im hohen Alter noch eine gute Pflege bekommen? Und wie finanzieren wir das alles? Die Menschen wollen nicht gerne ins Heim abgeschoben werden. Und wenn SPD und Grüne mit dem Eindruck erwecken, dass alles könne der Staat übernehmen, dann wissen wir gerade, wir Liberalen, das kann nicht alles der Staat übernehmen und das wollen die Familien und Angehörigen auch nicht. 80% der Menschen werden zu Hause gepflegt in Deutschland. Die Menschen wollen so lange wie möglich zu Hause bleiben in ihrem häuslichen Umfeld, in ihrer Familie. Wir wissen, dass der Kern der Gesellschaft die Familie ist, wo füreinander Verantwortung übernommen wird, nicht nur in guten Zeiten, sondern auch in schwierigen Zeiten, wenn ein Familienmitglied einmal besondere Unterstützung braucht. Und deswegen ist ein anderer Ansatz, den wir wählen. Wir wollen die Familien und Angehörigen unterstützen dabei. Das ist Aufgabe der Politik des Staates. Nicht die Aufgabe abzunehmen, sondern den Familien die Gelegenheit zu geben, den Zusammenhalt in der Familie, in der Gesellschaft überhaupt zu organisieren. Dass Angehörige, die überlastet sind, mal eine Auszeit nehmen können. Dass sie wissen, wo sie die Leistung überhaupt in Anspruch nehmen können. Dass sie Wahlfreiheiten haben und nicht dieses starre Korsett eines Angebots und einer quasi alleinigen Behörde, die alles entscheidet und man weiß als Angehöriger gar nicht, wie wird man da überhaupt in die Pflege eingestuft. Wer das mal erlebt hat bei einer Pflegeeinstufung, weiß, was das für Familie eine besondere Last ist. Die wollen wir unterstützen, indem wir den Angehörigen, den Pflegebedürftigen, den Menschen mehr Wahlfreiheiten geben, weil wir darauf setzen, dass die Familien der Kern der Gesellschaft sind und die Familien unterstützt werden müssen. Insbesondere gilt das für Menschen, die altersverwirrt sind, für Menschen mit Demenz. Ich habe das selbst in meiner Familie erlebt, mein Großvater, der durch einen Schlaganfall pflegebedürftig wurde und dann die Demenz immer weiter vorging. Das ist wahrscheinlich in der Familie, die, wer das bei Ihnen erlebt hat oder im Angehörigen, Freundes- und Angehörigenkreis gesehen hat, wahrscheinlich schwierigste Herausforderung, wo sich zeigt, ob Familie zusammenhält oder nicht. Und die Pflegeversicherung, wie sie übrigens von Schwarz-Gelb seinerzeit mal gegründet wurde und aufgebaut wurde, hatte leider über Jahre das Problem der Demenz nicht ausreichend berücksichtigt. Wir freuen uns über jeden Vorschlag von SPD und Grünen, was man jetzt noch besser machen kann. Aber liebe Freundinnen und Freunde, wir wollen mal festhalten. In den Jahren, in denen SPD und Grüne regiert haben, hat sich überhaupt nichts,
keine einzige Veränderung in der Pflegeversicherung getan. Wir freuen uns über jeden Ratschlag, Unterstützung, was wir noch besser machen können. Aber wir halten fest, wir gehen das Problem an. Wir sorgen dafür, dass Menschen mit Demenz erstmals eine Leistung aus der Pflegeversicherung bekommen, damit ihr Alltagsproblem, damit ihre Pflege besser gewährleistet wird. Das ist FDP. Wir sind da, wo die Menschen uns brauchen, meine Damen und Herren. Und das zeigt sich auch bei anderen Themen. Nicht die veröffentlichte Meinung ist immer die öffentliche Meinung. Bei Stuttgart 21, können wir uns noch erinnern, ein Jahr zurück, da wurde uns doch über Wochen und Monate eingeredet, die FDP wisse nicht mehr, wie dieses Volk tickt. Die FDP, die Parteien der Mitte, vertreten nicht mehr die Mitte der Gesellschaft. Ich zitiere aus einem Faltblatt der Grünen von vor einem Jahr. Eine klare Mehrheit der Menschen in Baden-Württemberg lehnt das Milliardenprojekt Stuttgart 21 ab. Die schwarz-gelbe Bundesregierung, die schwarz-gelbe baden-württembergische Landesregierung und die Deutsche Bahn müssen endlich einsehen, dass sie das Projekt nicht mit aller Gewalt gegen die Bürgerinnen und Bürger durchboxen können. Wie nah diese Grünen bei den Menschen sind, hat sich eindrucksvoll gezeigt. 60% fast der Menschen in Baden-Württemberg und auch in der Stadt Stuttgart haben sich bei der Volksabstimmung für Stuttgart 21 und damit gegen die Grünen eingesetzt. Das sagt uns, dass nicht derjenige, der lautstark krakeelt, die Mehrheit vertritt, die Mehrheit der Gesellschaft, die Mitte, denkt offensichtlich nach und ist viel rationaler. Sie weiß, wo Veränderung und Fortschritt nötig und richtig sind. Sie ist zu Veränderung und Fortschritt bereit. Wir sind die Partei des Fortschritts und der Innovation. Selbst wenn uns der Wind zuweilen scharf entgegenwirkt, verlieren wir unseren Kompass nicht. Und das macht uns auch in NRW Mut. Auch hier geht es um zukünftige Investitions- und Infrastrukturprojekte. Gerd Papke hat einige Beispiele genannt. Auch hier in NRW haben wir diesen Mut, uns gegen die Widerstände einzusetzen, weil wir wissen, auch wenn die Wutbürger lauter sind, wir sind die Partei der Mutbürger. Wir lassen uns nicht davon abbringen, das Richtige zu tun, weder im Bund noch in Nordrhein-Westfalen. Und dafür werfen uns mal die einen vor, wir seien Fundamentalopposition in Nordrhein-Westfalen und die anderen in anderer Gelegenheit, wir würden uns anbiedern. Wir bleiben dabei, was Gerd Papke gerade formuliert hat und ich Ende 2010 in meiner Antrittsrede als Landesvorsitzender formuliert hat, die FDP ist die konstruktive Opposition. Wir sagen nicht Nein zu etwas, nur weil es von der rot-grünen Minderheitsregierung kommt, aber wir sagen auch nicht einfach Ja, sondern wir messen an unserem Programm die Vorhaben, die im Landtag diskutiert werden. Wir unterstützen das, was richtig ist und was notwendig ist für das Land, aus der Verantwortung für das Land, und wir stellen uns gegen das, was falsch ist. Deswegen müssen wir in Kauf nehmen, mal so oder mal so kritisiert zu werden. Wir lassen uns davon nicht beeindrucken, sondern setzen unseren Kurs weiter fort. Die FDP ist nämlich eigenständig genug und wir sind nicht von anderen Parteien abhängig. Weil man sich manchmal auch nicht auf einen Partner voll verlassen kann, verlassen wir uns lieber auf unsere Grundüberzeugung. Ich bin deshalb sehr, sehr dankbar dafür, lieber Gerhard, mit dir und deiner Landtagsfraktion so eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Lieber Gerhard, du zeigst mit der Fraktion im Landtag von Nordrhein-Westfalen in gelegentlich schwieriger Ausgangslage, dass die FDP eine konstruktive Oppositionsarbeit zum Wohle des Landes betreibt. Vielen Dank und viel Unterstützung auch von der Landespartei für diesen Kurs weiter. Denn dass diese Kraft nötig ist, zeigt uns die aktuelle Debatte auch im Land Nordrhein-Westfalen. Ich komme jetzt zu meinem letzten Punkt. Wenn es nämlich darum geht, ob die Menschen mehr oder weniger Freiheiten haben. Sie haben heute Morgen vielleicht dank der FDP Brötchen kaufen können. Das hat nämlich mal die FDP durchgesetzt. Und wir haben auch durchgesetzt, dass Sie nicht hektisch innerhalb der Woche nur bis 18.30 Uhr Ihren Einkauf erledigen mussten. Jetzt will aber der grüne Landesvorsitzende im Internet in einer Volksabstimmung über das Ladenschlussgesetz in Nordrhein-Westfalen abstimmen lassen. Obwohl, meine Damen und Herren, doch das Ladenöffnungszeitgesetz nichts anderes ist als eine tagtägliche Volksabstimmung. Oder glauben Sie, irgendein Einzelhändler würde zu einem Zeitpunkt ein Geschäft eröffnen, wenn kein Kunde kommt? Das zeigt doch die falsche Denke, nämlich die den Menschen vorschreiben will, wie sie zu leben haben, bis in den Alltag hinein. Und das geht nicht nur darum, wann Menschen einkaufen dürfen, sondern die Grünen wollen auch regeln, was sie einkaufen dürfen und wie sie es einkaufen.
Ich meine, während wir uns Gedanken machen über die Zukunft Europas, Deutschlands, darum, wie Arbeitsplätze gehalten werden, wie der Euro stabilisiert wird, beschäftigt sich der letzte grüne Bundesparteitag intensiv, lange Diskussion mit folgendem Beschluss. Beschlossen, auf einem Parteitag, dem obersten Beschlussgremium der Grünen, Tüten auf Basis von fossilen Rohstoffen, die unter natürlichen Bedingungen nicht biologisch abbaubar sind, müssen in Deutschland und Europa aus dem Verkehr gezogen werden. Die Grünen wollen Plastiktüten abschaffen. Meine Damen und Herren, das zeigt, wer die richtigen Prioritäten für die Alltagssorgen der Menschen setzt. Wir wollen den Menschen nicht vorschreiben, was sie einkaufen. Wir wollen den Menschen nicht vorschreiben, wie sie einkaufen. Und wir wollen den Menschen auch nicht vorschreiben, wann sie einkaufen, weil wir auf den mündigen Bürger, auf die mündige Bürgerin setzen. Offensichtlich gibt es dieses Programm, diese Geisteshaltung nur bei der FDP. Und dafür braucht es auch weiterhin die FDP. Wir wissen, dass es viele Menschen gibt, und die heutige Teilnahme untermauert das noch einmal mehr, die auf die FDP nicht verzichten wollen. Diese Menschen setzen darauf, dass wir die Partei in diesem Jahr wieder stark machen. Da war der grandiose Wahlerfolg von September 2009, wir können uns nur zu gut dran erinnern. Und da ist heute ein Umfragetief, das uns schmerzt, richtig wehtut, an das wir uns eigentlich ungern erinnern lassen wollen. Mir fällt dazu Theodor Fontane ein. Er hat einmal gesagt, zwischen Hochmut und Demut steht ein Drittes, dem das Leben gehört, und das ist der Mut. Nicht etwa der Mut zur Verzweiflung, nein, es ist der Mut zur Freiheit und zur Zukunft, der uns verbindet und uns stark macht. Hören wir auf, uns immer mit uns selbst zu beschäftigen, sondern stecken unsere Energie in die Problemlösung und in die Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner. Unser heutiger Neujahrsempfang erfreut sich einen großen Interesses, übrigens auch medial. Das freut uns. Ich sage klar, die FDP wird im Team geführt. Wir brauchen unser Führungspersonal nicht zu verstecken. Jeder hat im Team seine Stärken und kann an seinem Platz für den gemeinsamen Erfolg sich einsetzen. Wir wollen auf keinen verzichten, der dem Wiederaufstieg der FDP hilft. Nur gemeinsam werden wir das nicht schaffen und nicht, indem immer wieder ein anderer geschwächt wird und indem ein anderer kritisiert wird, sondern indem jeder an seinem Platz mit seinen Stärken dazu beiträgt, dass die FDP wieder neues Selbstbewusstsein und Rückenwind bekommt. Dazu haben wir heute noch genau 351 Tage. Wir sollten jeden Tag nutzen, um es ein Stück besser zu machen. Denn schon Demokrit hat erkannt, Mut steht am Anfang des Handelns und das Glück am Ende. Und deswegen, lieber Gerhard Papke, wollen gerade wir hier in Nordrhein-Westfalen dafür sorgen, dass der böige Ostwind gerade hier aus Nordrhein-Westfalen durch den so starken und wichtigen Landesverband, der immer wieder bewiesen hat, die FDP in Krisenzeiten voranzubringen, durch einen starken Westwind als Rückenwind für die FDP in Berlin genutzt wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ihnen alles, alles Gute, Glück und Gesundheit.